einig ohne Ungarn. Budapest blockiert weiter Militärhilfe für die Ukraine. Die slowakische Präsidentin Čaputová erteilt Wahlsieger Fico den Auftrag zur Regierungsbildung. Dürren und Hitzewellen haben den Olivenölpreis in Spanien in die Höhe getrieben. Die EU-Außenminister haben sich in Kiew versammelt, um die Ukraine geschlossen zu unterstützen. Allerdings gelang es bei dem Treffen nicht, die 500 Millionen Euro an europäischer Militärhilfe freizugeben, gegen die Ungarn weiterhin sein Veto einlegt. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell warb erneut für einen raschen EU-Beitritt der Ukraine. The strongest security commitments that we can give to Ukraine is European Union membership. This is the strongest security commitment for Ukraine. Now Ukraine is a candidate country and he is going further on this way. Ungarn blockiert die Freigabe der Militärhilfe, weil die Ukraine die ungarische Bank OTP auf die Liste der sogenannten internationalen Sponsoren des Krieges gesetzt hat. Kiew ist zu einer vorübergehenden Streichung der Bank von der Liste bereit, doch ist dies Budapest nicht genug. EU-Diplomaten äußerten insgeheim ihre Frustration darüber, dass Ungarn in Fragen, die die Ukraine betreffen, wiederholt von seinem Vetorecht Gebrauch macht. In der Vergangenheit hatte Ministerpräsident Orbán die Streichung russischer Personen von der EU-Sanktionsliste gefordert, darunter auch das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, ein Putin-Verbündeter. And the same should be said with Patriarch Kirill, who they also had removed from sanctions because they were trying to be nice to him and the Russians. And in the end, he's just extorting as much as he possibly can from his power. It's dirty, it's illegitimate, but I guess the Ukrainians are saying, well, you know, we've got to be pragmatic here. We've got bigger fish to fry. And we're going to have to tolerate some of this and try to get to arrangements, distasteful as they may be, because we've got a war to fight. Ungarns Außenminister Péter Szijjártó nahm an den Beratungen mit seinen Kollegen nicht teil. Stattdessen entsandte die Regierung einen Beamten. Die Gespräche zwischen allen Seiten laufen indes weiter. Es besteht also noch eine gewisse Hoffnung, dass das Geld freigegeben wird. Russische Streitkräfte führen im Rahmen ihrer Verteidigungsmaßnahmen gegen die ukrainische Gegenoffensive westlich von Saporischschja taktische Gegenangriffe im Raum Robotyne durch. Das Institute for the Study of War meldet, die Lage südlich von Robotyne ist unklar, da einige taktisch wichtige Feldbefestigungen mehrmals den Besitzer gewechselt haben, obwohl die ukrainischen Streitkräfte ihre Einsätze dort fortsetzen und leichte Fortschritte in der Nähe von Robotyne erzielen. Aus den am 29. September veröffentlichten geografischen Aufnahmen geht hervor, dass die ukrainischen Streitkräfte nordwestlich von Robotyne, 13 Kilometer südlich von Orichew, geringfügig vorankommen. Das russische Verteidigungsministerium meldet, dass die russischen Streitkräfte zwei ukrainische Angriffe bei Robotyne und Verbove, 18 Kilometer südöstlich von Orichew, zurückgeschlagen haben. Russische Militärblogger behaupten, die ukrainischen Streitkräfte hätten die Kraft ihrer Angriffe in der Nähe von Orichew verringert und ihre Kräfte in Vorbereitung auf die Wiederaufnahme der Angriffe in diese Richtung verlegt. Unterdessen gab das russische Verteidigungsministerium am 1. Oktober den Beginn der Einberufung im Herbst 2023 bekannt. Das Ministerium vermeldete, dass 130.000 Wehrpflichtige eingezogen werden, die 5 Monate ausgebildet und dann den Einheiten zugeteilt werden. Das Verteidigungsministerium betonte, dass die Wehrpflichtigen nicht in die besetzten Gebiete Donetsk, Luhansk, Saporischschja und Cherson oder in Kampfeinsätzen in der Ukraine eingesetzt werden. Der Leiter der ukrainischen Region Luhansk, Artem Lysyor, sagte am 1. Oktober, dass die russischen Behörden auch in der besetzten Ukraine Menschen anheuern. Die Hauptstadt von Bergkarabach, im armenischen Stepanakert und im aserbaidschanischen Khankendi genannt, hat innerhalb von nicht einmal 2 Wochen fast die Gesamtheit ihrer Bevölkerung verloren. Mehr als 100.000 Menschen sind nach Armenien geflohen, melden die Behörden.
Dabei hatte Aserbaidschan der mehrheitlich armenischen Bevölkerung Bergkarabachs nach dem schnellen militärischen Sieg über die Truppen der international nicht anerkannten Republik Azach zugesagt, die Rechte der Menschen zu achten. Die aserbaidschanischen Behörden ermunterten ihre Landsleute, die einst in Bergkarabach lebten und sich dann in Aserbaidschan niederließen, in die alte Heimat zurückzukehren. Die slowakische Präsidentin Susana Čaputová hat Robert Fico den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Ficos Partei Smer SD hatte die vorgezogene Neuwahl gewonnen. Die Abstimmung war laut Čaputová frei, demokratisch und Spiegelbild der slowakischen Gesellschaft. Fico hatte den Wahlkampf unter anderem mit dem Versprechen bestritten, die Militärhilfe für die Ukraine einzustellen. I keď nás politika rozdeľuje, ako ľudia sa musíme rešpektovať. Výsledok volieb nezmení naše hodnotové nastavenie a verím, že ani naše spoločné úsilie o spravodlivú a demokratickú spoločnosť. Fico war bereits von 2006 bis 2010 und von 2012 bis 2018 Ministerpräsident. Ihm wird eine Nähe zur vom Kreml betriebenen Politik nachgesagt. Im Wahlkampf stellte er einen unerbittlichen Kurs gegen illegale Einwanderung in Aussicht. Für ihre Forschungen zum Coronavirus werden Katalin Karikó und Drew Weissmann mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Was die in Ungarn geborene Forscherin Katalin Karikó herausgefunden hatte, war die Grundlage zur Herstellung des BioNTech-Impfstoffs gegen Covid-19. Auch der US-Amerikaner Drew Weissmann machte mit seiner Forschung den weltweiten Erfolg der mRNA-Impfungen möglich. Mit ihrer Arbeit haben die beiden Preisträger zu dem beispiellosen Tempo in der Impfstoffentwicklung während einer der größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit beigetragen, hieß es vom Nobelkomitee. Der Nobelpreis für Medizin ist der erste, der in dieser Woche bekannt gegeben wurde. Am Dienstag folgt der Nobelpreis für Physik, am Mittwoch Chemie, am Donnerstag der Literaturnobelpreis und am Freitag wird der Friedensnobelpreisträger bekannt gegeben. In Großbritannien sind Assistenz- und Oberärzte erneut in einen Streik getreten. Die bisher längste Arbeitsniederlegung im Streit um mehr Gehalt soll 3 Tage dauern. Der chronisch unterfinanzierte und unterbesetzte britische nationale Gesundheitsdienst wird seit Monaten immer wieder von Streikwellen erschüttert, die zu einem historisch hohen Rückstau von OP-Terminen geführt haben. Mediziner aus allen Bereichen fordern deutlich höhere Löhne und bessere Bedingungen. Im August waren fast 11 Millionen Menschen in der Eurozone ohne Arbeit. Damit liegt die Arbeitslosenquote bei 6,4%, dem niedrigsten Stand seit 1998. Für die Europäische Union insgesamt lag die Arbeitslosenquote im August bei 5,9%, genauso hoch wie im Mai und Juni und 0,1 Punkte niedriger als im Juli. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Rezession, doch liegt die Arbeitslosenquote mit 3% unter dem EU-Durchschnitt und ist nicht allzu weit von den besten Werten entfernt. Die niedrigsten Quoten wurden in der Tschechischen Republik, Malta und Polen verzeichnet. Die höchsten Quoten gab es in Spanien und Griechenland. Hier in den Olivenhainen Spaniens reifen die Früchte für eines der am meisten konsumierten Produkte der Welt und einen wesentlichen Bestandteil der mediterranen Ernährung, Olivenöl. Die Preise haben historische Höchststände erreicht. España es el principal productor de aceite de oliva del mundo y sin embargo es el país donde los precios han subido más de toda la Unión Europea. Dürre und Hitzewellen haben die spanische Olivenölproduktion halbiert. Der Preis ist um 112% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Landwirte sagen, sie machen dennoch Verluste. Hemos tenido unos costes de producción más elevados, históricos como nunca. Este aceite que se está vendiendo ahora
que se está subiendo semana tras semana, se nos pagó a un precio que apenas podíamos cubrir los costes de producción. Der Preis für einen Liter Öl in spanischen Geschäften ist rund 52% gestiegen und liegt damit deutlich über dem EU-Durchschnitt von rund 38% und dem von Erzeugerländern wie Italien, Griechenland und Portugal. La subida del precio del aceite está afectando también a otros productos como las conservas. El ingrediente más caro de esta lata de sardinas es ya el aceite de oliva. Spanien exportiert 70% seiner Produktion ins Ausland. Angesichts des knappen Angebots konkurrieren die spanischen Verbraucher um Olivenöl auf einem immer stärker umkämpften Weltmarkt. In España estamos acostumbrados a unos precios del aceite más bajo que en el resto del mundo. Y entonces lo que ha pasado es que en España que eran más bajos es donde se ha ido a armonizar más, pues, con los precios italianos, con los precios que se pagan en Estados Unidos, con los precios que se pagan en Francia, en Grecia. Se espera que la cosecha de este año sea muy similar a la anterior. Una posible bajada del precio del aceite de oliva solo vendrá con una mayor producción si el cambio climático da por fin una tregua a los países del Mediterráneo. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. In Braunau am Inn haben die Umbauarbeiten am Geburtshaus von Adolf Hitler begonnen. Bis 2026 soll das Gebäude in eine Polizeiwache umgewandelt werden. Um über die Nutzung des Hauses zu entscheiden, wurde ein Ausschuss eingesetzt, der bereits 2016 seine Empfehlung vorlegte. Die Umwandlung in eine Polizeiwache ist umstritten. Es ist meiner Meinung nach zu wenig. Es fehlt jegliche historische Kontextualisierung. Und dass die Intention des Innenministeriums, es soll durch einen Umbau der Wiedererkennungswert genommen werden, ist meiner Meinung nach nicht erfüllbar. Verhindert werden soll, dass das Gebäude zum Wallfahrtsort für Neonazis wird. Seit 12 Jahren steht das Haus leer. 2016 wurde die langjährige Eigentümerin enteignet, nachdem eine Einigung über eine Übernahme durch den Staat gescheitert war.